Sie, ich muss Ihnen etwas mitteilen, und zwar über diesen Dr. Google. Der Kerl weiß einfach alles. Es gibt keine Krankheit, keine Operation, die er nicht kennt. Einfach großartig, der Kerl. Ja, der kennt sogar die Zusammensetzung der Medikamente. Letzthin nahm ich eine Kopfschmerztablette und dabei kam mir der Beipackzettel in die Hände. Ich konnte und wollte nicht glauben, was da alles drinnen stand. Dr. Google hat mir das bestätigt, wie diese harmlosen Tabletten wirken. Das hätte ich lieber sein lassen. Mein Arzt hatte mir einmal Fentanyl verschrieben. Fentanyl, das lindert zwar die Schmerzen, jagt mir aber den Blutdruck in die Höhe, also Richtung himmelwärts. Auch Sehstörungen sind nicht ausgeschlossen. Und dafür muss ich jetzt ein stärkeres blutdrucksenkendes Medikament einnehmen. Davon wird mir wieder schwindelig und dagegen habe ich gar nichts. Also kein Gegenmittel. Außerdem steht, da es geht auf die Nieren und da meine Nieren nicht mehr so gut sind, muss ich etwas vorsichtig dosieren, sagt Dr. Google, und dann sind meine Schmerzen wieder da. Da bei den starken schmerzlindernden Mitteln als Grundsubstanz Morphin enthalten ist, gibt es ein neues Problem und ich benötige ein Medikament, das kein Morphin enthält, das weiß doch mein Arzt. Jetzt habe ich bei Dr. Google gelesen, dass es Hoffnungen für Schmerzpatienten gibt. Forscher könnten eine potente Alternative zu gängigen Opioid-Schmerzmitteln entdeckt haben, sagt Dr. Google. Was aber sind Opioid-Schmerzmittel? Dr. Google meint, dass es nicht süchtig macht, aber garantieren kann auch er das nicht. Wissen Sie, in diesem Schmerzmittel hat es Morphin, Codein, Oxycodon, Hydromorphon oder auch Buprenorphin. Mir wird ganz schwindelig vom Lesen und jetzt habe ich beschlossen, dass ich einfach zukünftig meine Kopfschmerzen behalte, dann geht es mir in ein paar Stunden wieder viel besser. Danke, Dr. Google.